Ja, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei eurem Laptop oder Notebook das NVMe oder SSD Speichermedium ausbaut. Die neueren Laptops haben in der Regel keine klassische Festplatte mehr, sondern meistens eine SSD oder NVMe Speicherkarte integriert. Und um diese Speichermedien auszubauen, muss der Laptop in der Regel geöffnet werden. Was ihr dafür braucht, ist auf jeden Fall so einen kleinen Schraubenzieher. Ich habe euch auch unten in der Videobeschreibung ein Schraubendreher-Set verlinkt, das ihr sehr gut für die Reparatur von Notebooks oder Laptops verwenden könnt. Und ich empfehle euch auch noch so eine kleine Kunststoffkarte. Das kann eine alte Kreditkarte sein oder eine alte EC-Karte, mit der ihr einfach später die Abdeckung von dem Notebook entfernt, ohne diese Kunststoffclips zu beschädigen. Ja, und um jetzt an das Innere von dem Laptop ranzukommen, drehen wir ihn erstmal um. Und hier sieht man schon mal, dass einige Schrauben zu entfernen sind, um die Abdeckung abzunehmen. Hier unten sitzen drei Schrauben und dann findet ihr noch hier unter diesen Gummiabdeckungen oder unter diesen Gummiunterlagen mehrere Schrauben. Die nehme ich gerade mal kurz weg. Die könnt ihr gerade so abziehen, die sind in der Regel nur so aufgeklebt. Also hier findet man eine Schraube, hier zwei und hier unten am Rand der Abdeckung sind dann nochmal drei Schrauben. Ich werde jetzt diese ganzen Schrauben hier entfernen und dann können wir mit dieser Karte hier schon die Abdeckung herunternehmen. Ja, ich habe jetzt alle Schrauben entfernt und jetzt können wir die Abdeckung abnehmen. Ich empfehle euch, wie gesagt, hierfür so eine Karte zu nehmen, so eine Kunststoffkarte. Und um jetzt diese Abdeckung abzunehmen, müsst ihr hier zwischen reinfahren und diese Kunststoffclips nach unten drücken. Am besten ihr fangt hier an den Ecken an. Und dann könnt ihr hier einfach drunter fahren und schön vorsichtig hier diese Clips lösen. So, damit ist die Abdeckung hier gelöst und wir können sie abnehmen. Bei den alten klassischen Laptops war jetzt in der Regel hier relativ groß dann die typische Festplatte zu sehen. Die NVMe-Karte oder SSD-Karten, die sind deutlich kleiner. Die sieht jetzt so aus, die seht ihr jetzt hier. Ja, und um jetzt diese NVMe-Speicherkarte zu entfernen, müsst ihr jetzt zunächst hier diese kleine Schraube lösen. Und jetzt ganz wichtig, hier nichts nach oben ziehen, sondern die Karte einfach vorsichtig nach hinten abziehen. Ein kleines bisschen nach oben und dann leicht nach hinten abziehen. Die ist hier nur eingesteckt, wie ihr seht. Also die wird einfach nur hier eingesteckt und dann könnt ihr sie auch schon entnehmen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dem Thema habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir hierzu einen Kommentar hinterlasst. Macht's gut, bis bald, euer Repti.